Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ingo Vogel, Gesundheitskabarett, gemeinsam mit der österreichischen Gesundheitskasse sind wir Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag immer bei euch. Übrigens, sollte wer vergessen, wann wir zu sehen sind, dann könnt ihr mittlerweile, das freut mich total, im Falter im Veranstaltungsprogramm nachschauen. Der Falter hat uns mit drinnen, kündigt uns immer an. Also sollte irgendwer, weil er einfach völlig verwirrt ist und nimmer weiß, wann kommt das Zeug frisch raus, wann kommen die nächsten Videos, einfach kurz im Falter nachlesen, wann sind wir das nächste Mal zu sehen. Schöne Grüße an den Falter, danke fürs Ankündigen. Ich finde es total nett, dass man auch mit dem Online-Bereich angekündigt wird. Liebe Freunde, wir haben Herausforderungen. Natürlich, es fährt schon langsam wieder hoch. Man darf manche Sachen wieder. Zum Beispiel Sport ist wieder in gewissen Varianten möglich. Ich denke jetzt an so Dinge wie, was ich... Ringen ist vielleicht momentan nicht so ganz empfehlenswert, außer in so Totalverpackung möglicherweise. Boxen ist jetzt sowieso nicht ganz so mein Ding. Ganz ohne Corona mag ich es eigentlich nicht, wenn man mehr schwer am Kopf haut. Ich halte das auch für unangenehm. Aber gut, das muss dann jeder für sich wissen. Was mir gut gefällt ist bei den Ballsportarten, dass da jetzt so die Idee ist, klar, das kann man machen, also so, aber entweder jeder seinen eigenen Ball, also Tennis mehr so alleine, oder der Ball muss beim Fußball, eben bevor ich ihn abspiele, vom Spieler desinfiziert werden, bevor der Nächste ihn nimmt, ist es sicherzustellen. Und dann, wenn eben der Ball übernommen ist und weitergegeben, muss man auf jeden Fall Hände waschen gehen. Ich finde das okay. Ich glaube, das nimmt ein bisschen diesen Stress aus diesen Spielen heraus, weil die sind eh immer so gehetzt, wenn sie so über das Spielfeld gasen müssen. Und das bringt jetzt ein bisschen Beruhigung rein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sollte irgendwer vom Sport dann ausreichend gefordert gewesen sein und möchte ein bisschen Pause machen, vielleicht zu Hause hinsetzen mit meiner DVD Vogelperspektive, die man bei mir bestellen kann über die Homepage oder über die E-Mail-Adresse video@vogel-kabarett.at. Liebe Freunde, wir haben für heute wieder, und das freut mich besonders, das zweite Mal die Magdalena bei uns, Schauspielerin und Kabarettistin, die ebenso mit dem Gesundheitskabarett in den Schulen unterwegs ist. Für die Sicherheit des Abstands sind wir weit voneinander entfernt. Ich verlasse die Bühne und übergebe an die Magdalena. Hallo, ja, ich bin heute wieder extra früh aufgestanden und freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf. Yes. Ja, ich habe euch das letzte Mal ja schon so ein bisschen was über mich erzählt und da würde ich jetzt einfach gleich weitermachen, weil es gibt da so ein paar Sachen, die sind auch gerade fürs Gesundheitskabarett gar nicht so ganz uninteressant. Als ich angefangen habe, mit dem Ingo am Kabarett zu arbeiten, habe ich ihn mal gefragt, du Ingo, wie ist das eigentlich? Also nur so theoretisch, wenn man jetzt theoretisch, also nur so theoretisch jetzt Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin werden wollen würdete und jetzt nicht ein Zivi gemacht hat oder ein FSJ, geht das überhaupt? Also nur theoretisch. Ich frage einfach nur so. Und der Ingo hat gesagt, ja schon, das geht. Und da muss man zu so einem Vorstellungsgespräch gehen in der Dienststelle vom Roten Kreuz und dann muss man einen Erste-Hilfe-Kurs machen und dann muss man einen Gerätekunde-Kurs machen und dann muss man eine Prüfung machen. Und dann geht's los mit 160 Stunden Praxis am Rettungsauto parallel zu einem Theoriekurs. Lange Rede, kurzer Sinn. Unser Arbeitstreffen war an einem Freitag. Am Dienstag drauf bin ich oben beim Roten Kreuz in der Dienststelle gesessen zum Vorstellungsgespräch und einen guten Monat später zum ersten Mal auf dem Rettungsauto und fahre seit 1,5 Jahren auch ehrenamtlich bei der Rettung in Salzburg mit. Zurzeit bin ich da ein bisschen häufiger. Das hat einfach mit der derzeitigen Situation und mit meiner derzeitigen Arbeitssituation zu tun, weil ihr wisst es, also entweder ich bin bei euch in Schulen oder ich arbeite am Theater. Theater und Schulen sind aber derzeit zu und ich habe mir gedacht, bevor ich zu Hause einen Quarantäne-Kollaps kriege oder bevor ich anfange, irgendwelche peinlichen Klopapierrollen-Videos für Instagram zu drehen und zu posten, mache ich was Sinnvolles und habe mich freiwillig gemeldet, um Infektionstransporte zu fahren.
Infektions, was ist das? Infektionstransporte, vielleicht ganz knapp erklärt, da werden die Rettungsautos ein bisschen anders speziell präpariert für die Einsätze und die Besatzung kriegt da besondere Schutzausrüstung und im Prinzip fahren wir alles, was dann irgendwie mit Covid-19 zu tun hat, wo irgendwie Covid-19 im Spiel ist oder im Spiel sein könnte. Genau, so viel dazu. Der Ingo, der erzählt ja gern, dass die Basis für 80% aller Rettungseinsätze in der Nacht mit Rauchen, Saufen, Sex und Drogen zu tun haben. Also am Anfang habe ich ihm das ja nicht ganz geglaubt, bis ich dann meine ersten Dienste selber mitgefahren bin und es in meinem dritten Nachtdienst eine Alarmierung gab zum Einsatzort. Puff! Gut, natürlich, da steht dann nicht, also da, wo die Adresse steht, da steht dann natürlich nicht Puff, sondern da steht eine Adresse. Und wenn du die Adresse liest, da weißt du dann, okay, also entweder es ist jetzt das Haus neben Puff oder es ist der Puff und in den meisten Fällen ist es dann der Puff. Wir auf der Anfahrt hingefahren, ich mir nur gedacht, nein, bitte, bitte nicht, ich bin noch nicht bereit für den Puff. Ich habe es dann nicht bis in den Puff, immerhin bis auf den Puff-Parkplatz geschafft. Das hat jetzt nicht so sehr mit mir zu tun gehabt. Was ist da passiert? Ich würde sagen, es war so eine Mischung aus Sex und Saufen. Sex logisch, weil Patient aus dem Puff kommend. Saufen, weil angesoffen, aggressiv geworden. Gut, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir fahren ziemlich oft zu Einsätzen, wo es heißt, schnell kommt Schlägerei, alle angesoffen. Im Gegensatz dazu fahren wir eigentlich nie schnell kommt's, Schlägerei, Olli, Eikift. Wir würden es ausschauen. Egal. Wo waren wir? Puff. Genau. Was ist da passiert? 25-jähriger junger Mann, verheiratet wohlgemerkt, ist im Puff ein bisschen deppert geworden. Dann hat sich der Türsteher gedacht, den schmeiße ich nicht nur raus, sondern vorsichtshalber auch gleich noch die Pufftreppe runter. Er hat sich an der Schulter verletzt, sitzt bei uns im Auto, plötzlich auch irgendwie gar nicht mehr so aggressiv, sondern mehr verzweifelt, hält meiner Kollegin sein Handy entgegen mit der Bitte, hey, ruf du meine Frau an. Aus folgendem Grund. Meine Kollegin im Rettungsauto neben dem Patienten am Handy. Ja, hallo, grüß Gott. Da spricht eine Rettungssanitäterin vom Roten Kreuz. Datenschutz. Ihr Mann sitzt bei uns im Auto. Der ist gestürzt. Keine Panik, er ist gestürzt, hat sich an der Schulter verletzt. Wir würden ihn dann jetzt ins Krankenhaus fahren. Ja. Wo? Ja, wissen's, wo und wie das Ganze passiert ist, da möchte ich mich jetzt nicht einmischen. Das soll er Ihnen nachher dann am besten selbst erzählen. Ja, gut, passt. Ah, ja, eins soll ich Ihnen noch sagen, und zwar, bitte, bevor Sie ins Unfallkrankenhaus kommen, ihn abholen. Könnten Sie vielleicht noch geschwind beim Puff vorbeifahren, sein Auto abholen? Auf dem Puff-Parkplatz darf man nämlich über Nacht nicht stehen bleiben. Ohne Witz, genauso passiert. Die Dame hat ein bisschen ins Handy gebrüllt und ich vermute mal, das Auto wurde abgeschleppt. Gut, Puff. Aber Puffs haben ja derzeit eigentlich auch zu, oder? Also dürfen ja auch nicht offen haben. Oder haben die aufgemacht jetzt, wo kleinere Geschäfte und Läden wieder aufhaben? Aber ich glaube Puff fallen eher unter die Kategorie so wie Fitnessstudios. Nicht, dass ich damit sagen möchte, dass das Sex was mit Sport zu tun hätte. Das ist ein anderes Thema. Je nachdem, wie lange die Schulen noch zu sind, können wir da noch ein Video dazu machen gerne. Nein, ich meine so von der Dienstleistung her. Also nicht unbedingt notwendig. Also so Puff wie Fitness oder Kosmetikstudio, könnte man auch sagen. Das werde ich mal recherchieren. Bis dahin, passt auf euch auf. Liebe Magdalena, wie immer grandios. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, da sollten wir dranbleiben. Vielleicht an den Rechercheergebnissen. Was gibt es möglicherweise noch Spannendes zu erfahren? Und die besten Geschichten dazu. Von der Magdalena
Allerdings, das nächste Mal werden wir den Jakob Kücher bei uns haben, der ebenso wie die Magdalena Oettl und ich mit dem Gesundheitskabarett in Schulen unterwegs sind. Und auch darauf freue ich mich schon. Magdalena, jetzt brauche ich aber noch ganz kurz deine Mitarbeit. Und zwar, wie schaut es aus? Haben wir für heute noch Fragen, Fake News oder dergleichen? Ja, und zwar, sind grippegeimpfte Menschen anfälliger, an Covid-19 zu erkranken? Okay, spannende Frage. Ich glaube, die kann ich relativ klar beantworten. Grippegeimpfte Menschen sind weniger anfällig, an Grippe zu erkranken, weil sie nämlich dann grippegeimpft sind. Und ganz interessant ist, wenn man nämlich zum Beispiel nicht grippegeimpft ist oder zum Beispiel einfach eine Grippe hat, ja, weil man eben nicht geimpft war und dann diese Grippe hat und dann Covid-19 bekommt, das ist dann richtig schlecht. Ja? Also ich würde es umgekehrt sehen, das Problem liegt nicht in der Grippeimpfung, sondern umgekehrt darin, wenn ich zum Beispiel eben eine andere Erkrankung dazu habe, zusätzlich habe und dann vielleicht mit Covid-19 dazu, ist es nicht ideal. Magdalena, haben wir noch Fake News vielleicht? Ja, und zwar, ich habe gehört, im Senegal sind Kinder beim Testen eines Impfstoffs für Covid-19 gestorben. Ich bin sehr froh, dass wir das auch gleich schon von vornherein unter die Fake News eingeordnet haben. Natürlich muss man ganz klar sagen, wenn es einen Impfstoff einmal geben soll und geben wird, dann werden zuerst sehr viele Versuche gemacht und sehr spät erst werden diese Versuche dann mit Menschen gemacht, muss man, weil sonst können wir nie feststellen, wie das Zeug wirkt. Aber, und da glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, macht man das Ausprobieren von den Impfstoffen erst nach einer sehr langen Entwicklung bei Erwachsenen, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, um für diese Studien entsprechend da dabei zu sein, sind tipptopp begleitet. Und es gibt dann ganz oft so wirklich absurde Fake News-Geschichten, dass die Pharmakonzerne irgendwo hergehen würden und an irgendwem, der sie nicht wehren und nicht schützen kann, und da dann an Kindern das Zeug ausprobieren. Völlig absurd. Völlig absurd. Und gerade auch in dem Zusammenhang Kinder noch einmal besonders absurd, weil wir wissen, dass man, wenn den Impfstoff für vorrangig Erwachsene, da vorrangig ältere Menschen, Risikogruppen brauchen, und damit wird auch wichtig sein, herauszufinden, wie funktioniert, wie wirkt das Ding bei Erwachsenen. Ja? Also ich glaube, das können wir sehr gut unter Fake News abhacken. Magdalena, vielen Dank. Vielen Dank auch für beide Beiträge. Und jetzt kommen wir noch zu unserer Idee, was können wir tun, was sind Möglichkeiten zu unternehmen. Und der Tiergarten hat noch geschlossen, aus mehrerlei Gründen. Salzburger Tiergarten hätte ganz gerne mit Pinguinen aufgesperrt. Das geht nicht, die sind irgendwo an der Grenze hängen geblieben, weil ihre Ausweisfotos einfach alle ident sind und man damit nicht unterscheiden konnte, wer ist wer, welcher Pinguin ist welcher, und sie werden damit nicht ins Land gelassen. Abgesehen davon haben sie keine Schutzmasken getragen. Zweites Problem im Tiergarten, ganz klar, die Babyelefanten sind alle unterwegs auf Abstandskontrolle. Damit kann man auch wiederum dort dem Zoo keinen Besuch abstatten, weil die Babyelefanten eben gar nicht da sind, unterwegs auf Abstandskontrolle. Ich hätte einen anderen Vorschlag, wenn man schon irgendwie Tiere sehen möchte, kann man sich zum Beispiel perfekt Schlangen anschauen, und zwar vor den Baumärkten, Warteschlangen, die schauen super aus, die sind auch so geschlängelt und mit so roten Teilen dazwischen, das sind die Wagerl, und sie haben alle so Masken, es sind vielköpfige Schlangen, finde ich ganz cool, man fährt in Ruhe mit dem Radl vorbei, kann so ganz spannende Schlangenbewegungen sich anschauen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Eine Tätigkeit, die mir auch noch sehr gut gefällt als Idee aktuell, ist so ein selbstgenähte Mund-Nasen-Schutz-Masken-Ranking aufzustellen, ein bisschen zu schauen, was haben die Leute so. Meine Lieblingsvariante war heute beim Hierherkommen ein Typ mit einer herkömmlichen Mund-Nasen-Maske, die hat er zusammengezogen, um sie über die Nase zu bringen. Der Mund war frei, war wichtig, weil er gerade eine geraucht hat. Und das geht halt sonst nicht anders. Hat mir sehr gut gefallen. Liebe Freunde,
Ingo Vogel Gesundheitskabarett gemeinsam mit der österreichischen Gesundheitskasse werden wir auch nächste Woche wieder bei euch sein. Durch unsere kleine Verschiebung, meinen kleinen Fehler, Ostermontag übersehen, werden wir am Montag nächste Woche mit 2 Videos, ein Video am Montag, eins am Dienstag, mit dem Jakob Kücher kommen. Freue mich drauf, freue mich auf euch. Servus.